Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, irgendwie sind wir hier beim Trapper gespawnt. So, buying or selling? Gar nichts, gar nichts. Obwohl, hast du Dynamit? Dynamit bräuchte ich mal wieder kaufen. All made to measure. Ja, ja, Gegenstände. Nö, er hätte Wurfmesser. Habe ich aber noch anscheinend mehr als genügend. So, wo gehen wir als nächstes hin? Wo gehen wir als nächstes hin? Okay, ich dachte, wir hätten noch die Albert Mason Fotografie Mission. Wird mir gerade nicht angezeigt. Vielleicht gibt es die nur tagsüber. Dann würde ich sagen, gehen wir doch Richtung Valentine. Hier müsste aber eine Schnellreise sein bei der Postkutsche. Dann können wir direkt nach Valentine per Kutsche fahren. Pferd, komm hier. Mag ich nicht, dass du mal dich so weit von mir entfernst. Ich bin doch so anhänglich und so lauffaul. Okay, das Pferd kann ich nicht von 5 Metern Entfernung aus loben. Das geht anscheinend nur bei Hunden. Ich hätte mein Pferd aber auch gern gelobt. Vielleicht beim nächsten Red Dead Redemption Teil. Hey, you're okay, girl. Hoffentlich kommt einer. Oder irgendein anderes Cowboy-Spiel von Rockstar. Haben wir hier keine Schnellreiseoption? Doch, wir können ja hier einfach Ticket kaufen. Und auch nach Valentine. Hi. Zugfahrkarten. Nach Valentine. Dankeschön. Ha, dass wir mal einen Zug benutzen, um zu reisen. Letztes Mal durfte ich einen fahren. Und jetzt nutzen wir ihn zum ersten Mal als Passagier. Na, hätte man schon viel öfter machen können. Ich mag ja die Welt-Events, deswegen reite ich gern überall hin. Nur, jetzt haben wir die Strecke wirklich oft genug gemacht. Ja, können wir auch mal ein bisschen hier die Annehmlichkeiten des modernen Lebens genießen. Interessant, dass immer noch dunkel ist. Ich dachte zumindest, dass wir bei Tag ankommen. Ich arbeite nicht so gerne in der Dunkelheit. Oh, da ist einer gespawnt direkt neben mir. Ja, ja, ich steige ja aus. Zum Glück haben die es hier noch nicht so eilig. Ich frage mich, ob ich mein Kopfgeld bei der Poststelle hier noch inzwischen begleichen kann. Ich fürchte nein, aber wir können es trotzdem mal probieren. Ja. Falschen Eingang gewählt. Ist egal. Da müssen wir durch. Zeit wird nicht angezeigt. Oh, ich habe hier ein Kopfgeld von 20 Dollar. Warum denn dies? Ich, ja gut, ich komme zu dir. Was habe ich denn hier schon wieder angestellt? Wer weiß das schon? Oh, dear. Have you come down with the flu as well, sir? Ja, sowas ähnliches. Hello again. Something amiss? Flu? Ja, ja. No. What are you talking about? Nothing. It's just been going around, that's all. Anyway, how can I help you? Post abholen. Zweite Einladung vom Bürgermeister. Warum denn das? Monsieur Kilgore, ich hätte mir kein besseres Ergebnis unserer unkonventionellen Partnerschaft wünschen können. Galerie, wunderbar. Viele Männer in sicheren Positionen als Sie würden verzweifelte Dinge tun, um sich mit dem Bürgermeister gutzustellen. Und ich habe, um mal etwas Rancher-Jargon einzuflechten, noch ein paar Schäfchen ins Trockene zu bringen. Ich bin sicher, Sie wissen, was ich meine. Dass der mich noch sehen will, interessant. Ich will ihn aber nicht unbedingt sehen. Ich bin gesucht. Mehr denn je. Jo, Zug ist weg, Pferd ist da und dann wollen wir mal zu Fliegender Adler. So. Oh, hier ist noch ein Fragezeichen. Oh, können wir mal machen. Ich im Moment nicht. Dass es noch Fragezeichen in Valentine gibt. Ja, ist bestimmt auch ein bisschen Chapter-abhängig. Oh, mein Dead Eye sieht gar nicht gut aus. Oh, Guama rum. Waltzing through here like you own the place. But the O'Driscoll's got designs on us. Come lend a hand here.
Uncle ist da. Call your mama for all I care. Take it easy, I got lumbago. Should have thought about that earlier. Uncle, was machst du hier? You pathetic old man. Hi. Alles gut bei dir? War ausgegraut. Just wait till you're old. I'll be at camp if you need me. Okay. Maybe try keeping your mouth shut next time. Oh, come on. You'd all be bored as rocks without me. Oh, inzwischen durch Dutch und Micah sind wir sehr angespannt. Kein Platz für Langeweile. There, girl. So. My friend. You there? Ja. Was gibt's, Jungs? Yeah? What do you want? Do I look like a coward to you? I mean, obviously I do, because I look like that milksop there, but tis no matter. Can you help? Maybe. See? Even he is sick of hearing your nonsense, you afterthought of a child. I apologize, sir, for his smell. Why don't we come back here? To somewhere more conducive to displays of utter gallantry and deep-seated inadequacy. Well, what did you have in mind? Shoot a bottle off my head, like William Tell. This is getting silly. Very silly. Der hat einen Apfel runtergeschossen. Woher weiß der denn von Wilhelm Tell? Shoot one off mine instead. I'm the brave one. I'm not scared. I'm a good shot, but... I won't even flinch. I don't want to hurt you, boys. Oh, I can't lose. Either I'll prove my masculinity or die and be spared his company. Come, sir, please. Okay, then. Listen. Soll ich einfach bei dir erschießen? Just make sure everyone knows you asked me to do this. Of course, of course, of course. You boys are ridiculous. Okay. Good shot. Dankeschön. That was fun. What was? I feel like we didn't even do anything. Oh, of course you didn't. We all know you're hardly sentient at all. Another round, smaller bottles, sir. Please. What? I don't know. Please, this creature is unbearable. He needs silencing. I'll do my best. Wenn die noch kleinere... Oh, you boys are so silly. So, die treffe ich wieder zusammen. Nur nicht springen. Das ist eine dämliche Mutprobe. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Emerged fully formed from the swamps. Helen! Silence, you blackguard! Sir, shoot the wretch! You're deranged. Shoot away, sir. My. Aya. Bravo! Now do one while I hop. Do one while I turn somersaults. Shoot me! Oh, give me the gun. Let me shoot. Ihr wollt nur erschossen werden. I think me and the lady have had enough. Oh, I don't blame you, sir. This man's tongue, I would run too if I could. Here, for your skills and talents. Oh, thank you. Now, brother, I am going to walk Helen home. Don't follow us. She has an elderly aunt, and I fear the sight of you could finally finish her off. Helen, is this creep bothering you? You two, come along. Oh, no, there aren't two. There's me and the lizard man. Teufelsdreier. Mensch, was ist denn nur falsch mit der neuen Generation hier? Leopold Strauß wird wieder angezeigt, aber ich habe schon gesagt, wir gehen zu Fliegender Adler. Er interessiert mich mehr als das Ausgeschimpfe von Strauß, weil ich denen die Schulden erlassen habe. Sehr gut, wenn mein Pferd mal herkommen würde. Versteck dich doch nicht in der Seitengasse. Wir müssen los. Irgendwas, irgendwie einen Stützpunkt überfallen. Pferde klauen. Irgendwas in der Art. Ich weiß nicht mehr, was Fliegender Adler will. Ach, ich muss nur mit ihm reden. Boah, schauen wir mal. Ich bin ja nicht so gut darin, mit anderen Leuten zu reden. Okay, girl.
Dann geht bestimmt wieder alles schief. Mein Pferd bräuchte auch mal was für die Gesundheit. Hier so ein schönes Haferplättchen. Ist das lecker. Und schon geht sie wieder gut. Dachte, ich hätte links irgendwas gehört. Hab mich wohl verhört. Und heute habe ich sogar die Kopfhörer richtig auf. Ja, zumindest ist hellichter Tag. Und wird eher tendenziell noch heller. Ach, über irgendwas schon wieder geritten. Naja, passiert den besten Pferden. Hey, ihr seid nicht so unauffällig, wie ihr glaubt. Dutch ist dabei. Ich hab keinen Bock auf Dutch gerade. So good of you to join us. What's going on? Halt die Klappe. Rebellion. The smell of cordite and integrity. It is a beautiful thing. What are y'all doing? An eye for an eye. We didn't start this, Arthur. They did. We? This ain't our fat. It surely is. Whatever it is you're planning, it ain't a good idea. They want you to fight. Nobody will be killed. We're just gonna trap a few of them in the valley, disarm them, tar and feather them, and remind them to leave these boys alone. You have energy for pranks? Come on, Arthur. Just tweaking Uncle Sam's nose a little. I need you to help me. Oh je, was ist das eigentlich für eine Blume? Die sieht relativ cool aus, kann ich die fressen? Everyone will blame everything on the Indian problem and we'll disappear up the river. But first we need to trap them in this pass. Help me dynamite up these trees. Oh, you Dutch. You're using them. No, sir. No. Never. But it is mutually beneficial. To draw attention to one problem. Natürlich benutzt du sie. Das war doch schon von Anfang an klar. These are good people, but their situation is real complex. We ain't helping them. Sure we are. Come on, let's get this done. Wir machen es eher schlimmer für andere. Aber was soll's. Bald nicht mehr mein Problem. Okay. Hurry, Arthur. I'll plant the dynamite, you run the wire. Ja. Alles klar. Hätten auch die weniger Kranken die Scheißrolle machen können. Naja. Arthur, es wird Zeit für deine Animation. I sent for some of that dynamite you and Bill commandeered in Van Horn. Good work with that, by the way. Dankeschön. The perfect man for the job. So. Ich arbeite ungern mit Dynamit. Ist so unsicher. So, you finally got to see Colm hang. Yeah. After all those years, hard to believe. Oh, but it was worth the wait. See? We're tying up the loose ends, Arthur. One by one. Das war eins. Was sind denn die anderen loose ends? Wie wär's mit Heil entkommen? In Friede, Freude, Eierkuchen leben. I think that should do it. Come on now, quick. Get back up here. Okay, let's go, Arthur. Na gut. So. Dann wollen wir mal hoffen, dass dabei nicht allzu viel schief geht. Ich habe nicht genügend Deadeye, um gegen die ganze Armee zu kämpfen. Ah, vielleicht trinke ich noch mal rum vor der Schießerei. Hilft eh beim Zielen. Ja, ist ja gut, Arthur. Everyone into position. Ja, bin ja da.
Bin ich am Zünder? Mein gefällt mir. Will let us know when they're near. They're coming now. Ah, damn. Patrol's a lot larger than we thought it was gonna be. Don't worry. That's a good thing. Nein, das ist das Gegenteil davon. Stay low and quiet. You sure you don't want me to man that plunger, Arthur? No, I got it. Oh, remove the weight of the world from your shoulders for a minute. Like I said, we're just going to give them a bit of a scare. There they are. Looks like they're gonna schießen, Dutch, wenn sie erschreckt. We're only here to talk and administer a little good old-fashioned humiliation. Wir haben alle Waffen, Dutch. You're owed that, son, at the very least. Wait for my lead, men. Everyone just stay calm. Ist hier jeder außer mir blöd? We've got the upper hand here. Haben wir nicht? Wir haben Pfeil und Bogen. Okay, they've passed the first charge. If we blow it now, we should have them trapped. Put your hands up! You're surrounded! Nobody need get hurt! Your humiliation of us has gone on quite enough. This ain't a good idea! Put down your guns! You are making a mistake, boy! No! You're making a mistake. Put your hands up, soldier. Take a little humiliation and leave these fine folks alone. Who are you? A concerned citizen. Is that so? What now? We should move. No, not quite yet. Soldier, you and your friends gonna tuck tail and run off? Run! Excuse me? I'm getting bored of this. Your friends fired first, soldier! Dutch. Father won't be happy about this. Yeah. Oh, this is a langsame sniper. Surrender now, or you all die. Wo seid ihr denn? There's another patrol in the rear. Looks like we got a fight there, boys. Look out! They're coming up on our left! Up, see? I'll kill you all! Wow. Das war knapp. You fools, you damn fools! It's the army! It is one regiment of pastry chefs and bullies. Das war scheiße. All of you! Take what you can! And then we move out! Na gut. Now, we have to move now. Ach, weil ich mich ihnen plündern kann ich ja schon noch. Sind ja eh tot. Ja, ich liebe Dynamit. Nicht, wenn ich da das irgendwo anbringen muss, aber wenn ich so ein Stäbchen werfen kann, dann auf jeden Fall. Die haben ja alle Platinringe. Verdient anscheinend nicht schlecht als Soldat. Und schnell weg mit uns. Wollen wir sie jetzt noch teeren und federn, Dutch? Search these men quickly, then we move. This is crazy. Why aren't we getting out of here? They might have information on them that'll help our friends with their cause. Was für Informationen? My father can use to strengthen our case. I ain't sure much is gonna strengthen your case after this. Oh, das war aber ein schneller Dutch. Some poor fool from New Jersey. These boys ain't the problem. They're only kids. Keep looking. Jetzt sind sie tote Kids. War das eine Artillerie? Shit! Everyone, keep your heads. Boah, Dutch! Let me get out of this! War das so eine gute Idee, Dutch? Ich habe kein Dynamit mehr. Ich habe einen Tomahawk. Lass es aussehen, als wären die Indianer dran schuld. Oh, hab's gar nicht ausgewählt. Eigentlich nicht.
Just hold your ground. Give it up now, and you'll just be... And they'll hang you all. Die ganze Armee. Yes, we need to take out that cannon. Up the hill, the cannon. Take out the. Ja, hab sie. Das tut weh, das tut weh. Richtig in die Achsel geschossen. Damn, they're sending riders from the fort. We need to leave. But where's Peter? Was he killed? He's alive. Well, that went just about according to plan. I'm trying, Arthur, with everything I have. Alles geht schief, du Arsch. You'll keep doubting me. We'll keep failing. It ain't like that, Dutch. Look at me. Look at me. I'm worried about folk. I know. We should go. Where's Eagle Flash? Run, son! Run! Come on! Uh-oh. This area is gonna be crawling with soldiers in a few minutes. We gotta leave. Sag bloß. Now. What about Eagle Flash? We gotta go, Arthur. Come on! Haben wir sie in Indiana noch mal so richtig verdorben? Wir hätten einfach abhauen sollen, als sie geschossen haben. Yeah, good girl. Wollten wir sie nicht nur entwaffnen? Left here, into the trees. Ich nehme mal noch ein bisschen Grumm. Okay, hat sogar funktioniert. Here. We won't get the horses down this path. Warum nicht? All right. Let's carry on by foot, try and sell them a little snake oil. You think? It's all I got. Get out of here. Gah! Let's see if we can lose them down here. I'll put you in the ground. Shit! I get... Nah, get behind something, Arthur! This is where you die! Die! I'm gonna in you. Wow. Könnt ihr uns nicht in Ruhe lassen? Was haben wir euch getan? Wo ist denn der Letzte? Ich glaube, Dutch hat ihn. Gut geschossen, Dutch. Das ist eine Abwechslung. Nehmen wir's Lancaster. Schieß ein bisschen schneller. Let's keep going. Follow the path. It's gotta spit us out somewhere. Wenn du das sagst. Und du vertraust deinen Plänen immer noch, nach den letzten, die schief gegangen sind. Deadeye! Die kann auch gut schießen. This is a losing battle, Arthur! Oh, we gotta do something! There's too many, Arthur! Fall back! Gute Idee, Dutch. We're being overrun! Get out of here! Oh. Wir können die Brücke abschneiden. This is it! This... Well, Arthur... Put your hands up! I said put your damn hands up! Okay! Okay! Follow my lead. I got a plan. Oh, yeah. This is a good one. Hello, officers. You keep them hands up and come here. Wollt ihr uns gleich erschießen? Hello, Captain. Keep your hands up and come here. Come here. We can't do that. Your man...
Those men they killed? They were good men. You're fighting nature, Captain. Get over here! Ask my friend here. My whole life, I tried to fight change. It's a waste. I see that. Now, it's a waste. You can't fight nature, Captain. You can't fight change. Zumindest nicht gut. Das war der gute Plan. Vorsicht, Stein. Das tut der Lunge nicht gut. You're okay. Wir sollten abhauen. I know. But a mess is what we need. Oh, we just escaped from chaos. Eagle Flies must have been taken. Taken or killed. Well, we can't go find out. No, not now. Charles, we'll send him. Where is he? He's probably back at camp. Let's split up. I'll go tell him. You rest up. Keep a lookout. We are gonna make it, brother. I can feel it. Faith, Arthur. Have faith. In was denn? Wir wollten die nur entwaffnen. Schon wieder der Hirsch. Und bedeutet nichts Gutes, aber ist ein richtig, richtig episches Bild gerade. Und das nicht mehr. Ich glaube, Arthur geht's überhaupt nicht gut. Ja, abbrechen. Boah, dass die Mission so einen Lauf nimmt. Ja, gut. War irgendwie erwartbar. So, Albert Mason ist da. Den will ich auf jeden Fall nochmal sehen, bevor Arthur abtritt. Nicht, dass wir den anstecken, aber ist einer der Lieblingsnebencharaktere von mir im Spiel. So, können wir was für Stateye tun? Ein bisschen was. Ich sollte mich mal umziehen. So. Britannie. Be on your way and get out of mine. Okay there. Der sieht reich aus. Ja, trotzdem. Wir sind gerade so ehrenhaft. Wollen wir nicht versauen. Für wenig Geld. Für viel Geld überlege ich es mir nochmal. Ja. So, dann muss Arthur noch nie saufen. Okay. Jetzt hat's nichts mehr gebracht. Alright, girl. Was sind wir denn überhaupt hier oben? Lass mal kurz schauen. Am Dakota River. Sah gleich so vertraut aus. Konnt's noch nicht genau zuordnen. Nein, wir müssen da runter. Boah. Pferd, du schaffst es schon. Du schaffst es schon. Es war ein bisschen eng, aber. Papa leitet dich richtig runter. Nur nicht stolpern. Tja, Pferdewaschanlage und bisschen Arthur-Waschanlage. Waren das letzte Mal, glaube ich, vor Monaten baden. Beziehungsweise das letzte Mal baden war mal, glaube ich, als wir mit dem Schiff untergegangen sind. Und ich weiß nicht, wie sauber wir da geworden sind. Haben bestimmt keine Seife genutzt. So.
Oh, Waffenrad, lass mich in Ruhe. Er verfolgt mich in dem Spiel. Zurück in Valentine. 3 Grad hat's draußen. Da frieren mir ja die Eier ab. Ja, ja, ist recht, Pferd. Deine Eier frieren auch ab, obwohl du bist ein Weibchen. Yeah, you're all right, girl. Was will denn Orgot Mason jetzt fotografieren? Ich glaube, hier gibt es Pumas in der Nähe. Hoffentlich sucht er sich was anderes aus. Das ist noch ein Crystal Camp? Ist das sein Camp? Das ist sein Camp. Nee, Old Riskels. Scheibenkleister. Wieso seid ihr nicht tot? Nur gute Ideen. Dumb old bunch, ain't you? Sieht danach aus. Jo, ich hier gut fährt. Wie kommen wir jetzt da runter darüber? Wahrscheinlich einfach hier ein bisschen weiter nach links. Jo, da oben ist er ja noch. Vielleicht will er einfach Adler fotografieren. Da kann ich aber nicht unbedingt helfen. Hey, you're okay, girl. Diesmal erschreckt mir ihn wahrscheinlich nicht. Mr. Mason? Oh, pass doch auf da hinten. Du hast doch gesehen, dass ich angeritten kam. Land is real treacherous. Sure. Real treacherous. I've been here before. Have you? Yes. Funny how things turn out. Never quite how you expect, is it? No, I don't suppose it is. What you shooting? Eagles. You know, the images, they really are beautiful. All thanks to you. I'd be some poor creature's bad meal by now, many times over, but for you. Oh, it's my pleasure. Please, step away from the cliff edge. But I'm trying to get an eagle there. Yeah, they're beautiful. But unlike you, they can fly. Too true. You really must think I'm a buffoon, don't you? You think I'm such a dimwit, I'd just slip off the edge of a cliff. No, but, well, maybe a little. Please, sir. I'm dense, but not that dense. This area is quite safe. Das hat nichts mit dumm zu tun. Oh, oh. Ah, damn! You are right. I am that much of a buffoon. Give me a hand, please. Put me out of my misery. Das hat nichts mit Skill zu tun. Man rutscht halt manchmal ab. Oh, thank you. You know what? Ein Glück lebt er noch. Eagles, I'm going home. You know, I really did get some amazing pictures, thanks to you. And somehow, I haven't quite broken my neck. You take care. And you too, sir. Sorry for all the trouble. Oh. Es glaubt besser, dass er nach Hause kehrt. Na, schön hier. Ich glaube, die haben seine Questreihe damit beendet. Bin mir nicht sicher, aber ich denke mal. So, können wir jetzt wieder was? Anscheinend nein. Anscheinend nein. So, wo geht's als nächstes in den Wegpunkt? Mach mal weg. Zu John. Das ist in der Nähe von Fort Wallace und hier ist fallender Regen. Fallender Regen. Fallender Adler, okay. Habe ich das falsch genannt? Fliegender Adler war es doch. Die ganze Zeit und das ist fallender Regen. Na gut. Und hier ist John. Dann wollen wir mal zu John. Da können wir noch eine schöne Brücke heute springen. Wird eine sehr explosive Folge, wie mir gerade auffällt. Mir gefällt zwar nicht, dass wir wieder so nah jetzt 5 Minuten, nachdem hier die Armee
so gut wie umgebracht haben, wieder in die Nähe von Fort Wallace reiten, aber was willst du machen, ne? There, girl. So, ich glaube, Arthur bräuchte eigentlich eine Mütze voll Schlaf, damit sich die Kerne wieder auffüllen. Ich schätze, wir kommen aber irgendwie doch ohne klar. Vielleicht kann ich ja in der Mission dann wieder was zu mir nehmen. Ja, ja, guten Morgen. Doch. Du schon wieder. Halt dich aber von mir fern. Ich hab Tuberkulose. Hey, Friend. Hey, Friend. Long time no see. Das ist richtig. You don't look so well, Friend. Geht mir auch nicht so gut. Okay? No, not really. Oh, that's too bad, buddy. Oh. They told me I was dying. Only I never did. You ever die, Friend? Noch nicht. Of course not. Of course you didn't. But, well, we're all gonna die. I guess so. I'm sorry I always say dumb things. I'm a dumb fella. You're no smart, and you're dying, and I'm dumb, and I ain't died yet. And, well, here's the thing. I never was in the army, Friend. I told folk I was. Okay. But I lied. Warum? I don't know why I did. Oh, das ist ja übrigens die Frage. But, well, here's another thing. You, well, you've always been, or you've mostly been nice to me. Ich versuch's. At least you spoke to me. And now, you're dying. Das musst du nicht so betonen. Real sad. Sure ain't fair. Dankeschön. Das sehe ich auch so. I'll miss you, Friend. You're a good man. Naja. Interessanter Dialog. Na, zumindest einer wird mich vermissen. Okay, und ich werde Arthur auch vermissen. So, auf zu John. You done good, girl. Now why are you raising hell on me? Mach doch gar nichts. Wir fahren nur Pferde nur schnell. Ich reite nur schnell. Das war's Wort. Jo, Pferd, gib mal ein bisschen Gas. John kann nicht da tagelang an der Brücke warten, ohne dass was passiert. Oh, wertvolle Kutsche. Aber wir haben anderes Missionsziel gerade. Nein, bleib drauf. Let's go, girl. Haben mich verdrückt. That's a good girl. Wollte nur mein Pferd loben. Plötzlich drücke ich auf Absteigen. In Red Dead Redemption ist es nicht so gefährlich wie in GTA. Da bin ich auch teilweise bei Highspeed ausgestiegen, weil ich die Scheiß-Taste verwechselt habe. Alright, girl. Mit teilweise lustigen, teilweise sehr schmerzhaften Konsequenzen. Yeah. Aus der Bahn. Hab's eilig. Ich hab mal die Verbundenheit noch hochkriegen, solange Arthur lebt. Wir sind, glaube ich, auf Stufe 3 mit dem Pferd. Good girl. Stufe 4, Stufe 5 soll es auch noch geben. Also bei Stufe 4 bin ich mir sicher. Fast sicher. Hatte der eine gerade einen Hals dran? Hi. Hey, dann willst du? Dankeschön. Ja. You? Sure, let's race. All right, let's race. Ich wünsche, ich hätte mein schnelleres Pferd dabei. Der scheint Probleme zu haben. Gleich holt er ja noch auf.
nicht hier. Sicher, dass das eine gute Idee ist, Arthur? Denn jetzt... Ich höre keinen Zug. Wird schon eine gute Idee sein. Wird schon eine gute Idee sein. Oh, er hat aufgeholt. Komm schon. Lass mich nicht im Stich, Schneckchen. Oh, 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 oh. Er klebt mir am Arsch. Ja. Schon fährt. Will gewinnen. Boah, ist das eine Schlucht. Für die Aussicht hat sich's gelohnt. Puh. What happened to you? Huh? All that stamina training for nothing. So, ihr wart fast gewonnen. Not a bad race. Maybe another time. Der hat aber einen, was hat er denn für ein Pferd? Next time we'll get you. You can write that down. Bye now. Wollen wir das Pferd haben? Das ist komplett schwarz und war ja auch relativ schnell. Geht die Ehre halt runter. Das Pferd. It's all a big misunderstanding. Ah. Easy. Wieso hat das jetzt wieder Ehre abgezogen? Whoa. Was bist du für ein Pferd? Hey, easy now. Du bist renntauglich. Bist ein American Standard. Right. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Easy there, easy. Easy. Hey, move it. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich brauche noch ein Pferd in meiner Sammlung. Whoa, easy. Easy, easy. Mensch, Lasso. Come here. Hey, hey. Pferd, ganz ruhig. Ganz ruhig. Take it easy. Ganz ruhig. Damn it. Come on. Hey. Ganz ruhig. Go ganz ruhig. Easy. Easy, easy. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Easy. Ja. Na, geht doch. Mein letztes Dead Eye dafür verschwendet. Und meine gute Ehre. Nein! Arthur, rauf! Ja. Alter, ist das ein cooles Pferd. Komplett schwarz. Komplett schwarz. Lass mich noch einen Zuckerwürfel dabei. Ach so, nee, auf dem anderen Sattel. Da muss ich die Loben-Taste drücken, bis es sich an mich gewöhnt hat und das Symbol auftaucht. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Das sieht nicht gut aus. Wieso lebt denn der Typ noch? Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Get me off this horse. Alles gut, alles gut, alles gut. Und der ist komplett braun, das sieht auch cool aus. Oh, der böse Mann kann hier nichts mehr tun. Natürlich.
Thank the Lord you showed up when you did. Oh, the things he said he'd do to me. Oh, yeah, oh, yeah. It's all right, ma'am. It's over now. Thank you. Again. Oh, Iris wieder oben. Mehr wollte ich doch gar nicht. Yeah, you're doing good. Haben wir wenigstens noch der Frau einen Gefallen getan und ihr Leben gerettet, höchstwahrscheinlich. Also das Pferd ist echt schwer, dass es den Standard-Vertrauensding bekommt. Warum? Was ist los mit dir, Zuckerschnute? Das ist immer noch am Rumwiehern. Ich finde das Pferd aber total cool. Verstehe ich aber gerade nicht, warum es... Hey, zu viel Pferde kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt. Dankeschön. Hat seinen alten Meister vergessen. So, Schneckchen. Der Sattel kommt mal runter von dir. So viel zu der Frage, ob man die Verbundenheit noch hochbekommt. Bringt nichts, wenn man jetzt das Pferd wechseln. Aber warum ist es so unruhig die ganze Zeit? Ist doch gut. Ist doch gut. Oh, du bist doch nicht ganz schwarz. Ja, du hast ein schönes, schönes Fell. So. Da ist er ja wieder. So, wie weit ist John entfernt? Ich glaube, das schafft man heute nicht mehr. Wir sind schon zeittechnisch ein bisschen drüber. Dann macht man die als erstes beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.